So, yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gothic 2 Let's Play. Ja, wir sind jetzt in der 91. Folge und die Folge 90 war ein bisschen chaotisch. Wir haben jetzt nicht allzu viel geschafft, wir sind im Prinzip die ganze Zeit in Kurines rumgeirrt und sind aber dann am Ende wirklich relativ schnell hier angekommen. Sind dann wirklich hier durchgewascht bis nach hier oben, weil wir da echt kaum Probleme haben mit unseren Stats, da was zu machen. Wir haben auch genug Tränke im Angebot und hatten dann diesen Höhlentroll hier besiegt, der einzige Höhlentroll, den es im Spiel gibt. Und wir gucken uns mal... Ah, okay, da brauche ich den richtigen Schlüssel. Na, dann gucken wir uns doch mal um, ob irgendjemand diesen richtigen Schlüssel dabei hat. Okay, das war jetzt nicht so glücklich verlaufen. Was mich halt gewundert hat, dass die nicht direkt angreifen. Ah doch, okay. Wenn man einen Tagebucheintrag kriegt. So, Ork Elite, orkischer Oberst. Der hat auch wieder so einen Ring dabei. Und irgendwie... geht's hier nicht weiter. Ja, es ist eigentlich ein relativ einfaches Rätsel, aber wir wollen erstmal schauen, weil Diego kann uns da immer oft weiterhelfen. Ah, was haben wir denn da? Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Von allen seelenlosen Dreckskerlen, denen ich je begegnet bin, bist du mit Abstand der Schlimmste. Du bist eine Schande für unseren Orden. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben. Ich kann dir auch Informationen geben, die dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du musst mich anhören. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. So, ich glaube, jetzt müssen wir uns mit Magie auch etwas zurückhalten. Na, siehst du, da hätten wir sogar jetzt schon eine schwarze Perle einfach so gefunden. Ach, nicht nochmal zumachen, aufmachen. Ja, das eine ist wie eine Art Gefängnis gewesen, das andere eher wie so eine Vorratskammer jetzt. Ja, das sind die Truhen, auf die wir uns das ganze Spiel gewartet haben. Nee, aber es ist auch zweimal Elixier des Lebens und einmal Elixier des Geistes dabei gewesen. Das darf man nicht vernachlässigen. Und ich würde sagen, wir nutzen auch mal den anderen Zauber, und zwar den Todeshauch. Sollten vorher eh mal unser Mana auffüllen.
Captain da ist wieder. Yeah. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Wie ihr schon gesehen habt, auch ein Zauber, der jetzt nicht gerade wenig frisst. Und da aber auch so einen Ork nicht mal one-shottet. Ein Mist, viel weniger. Ich hab's immer noch drauf. Ich glaub nicht, dass ich da was hätte. Das hätte er doch besser wissen müssen. Von mir hat er das nicht. Oh, Vatras. So, das war's mit dir, du hey, Mist. Du. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen, aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. Hey, du! So, Vatras, wir haben Pedro gefunden. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bring ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Korinis überantworten. Hey, du! Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Alles im Lot? Gibt's da oben noch mehr Orks? Schick sie zu mir. Ich bin gerade warm geworden. Das höre ich zum ersten Mal. Möglich ist alles. Hast du mir etwas zu sagen? Mario hat sich verdrückt, als die Orks angriffen. Trotz dem Chaos hier auf dem Schiff habe ich ihn genau beobachtet. Er ist einfach durch die Blockade der Orks marschiert und die Orks haben ihn unbehelligt vorbeiziehen lassen. Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl bei dem Dreckskerl. Er steckt mit dem Feind unter einer Decke. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Hast du mir... Im Moment nichts. Vielleicht später. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Okay, Mario. Ich hätte das nicht gemacht. Was sagt denn unser magischer Brief? Ich wäre mir da nicht so sicher. Den war... Doch, da haben wir noch dabei. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ah. Wie sieht's aus? Beeil dich ein bisschen. Die Orks kommen bestimmt nochmal wieder. Ich brauche deinen Rat. Ein orkischer Oberst hat dort oben sein Hauptquartier. Ich komme von dort aus aber nicht weiter ins Innere der Insel. Orks sind clevere Burschen. Sie werden oft unterschätzt. Ich vermute, sie haben irgendeinen Geheimgang. Such die Wände ab, nach geheimen Schaltern. Denk aber daran, dass Schalter oft eine bestimmte Reihenfolge haben, bevor sie etwas bewirken. Der arme Kerl kann einem leid tun. Vielleicht kann ich...
Ist doch wahr. So, Munition braucht man nicht unbedingt. So, Bennett ist erstmal schwimmen gegangen. Hey, du! Ich weiß langsam nicht. Milton gönnt sich El Bastardo. Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Das höre ich zum ersten Mal. Hast du ein paar... Solange der... Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Na, siehst du, der hat immer neue Tränke, damit er hier als Magier... Trotzdem, falls du jetzt wirklich gar keine Tränke hast und dann nur die 15 da kaufen könntest, wärst du natürlich ziemlich am Arsch. Dunkler Apfel, Pilztabak. Also entweder ich habe nochmal aus Versehen Tabak hergestellt, weil dem Typ habe ich den ja eigentlich schon gegeben. Na egal. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Jedenfalls sollten wir erstmal kurz schlafen. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. Ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren. Ich vermute, dass Lord Hagen damit etwas anfangen kann. Gib ihn mir. Ich werde ihn Lord Hagen überbringen. Hier hast du ihn. Danke. Ich schätze, du hast sowieso keine Verwendung dafür. Alles gut überstanden? Die Orks haben wirklich Mut, sich mir entgegenzustellen. Sie sollten es eigentlich besser wissen. Einen Paladin der königlichen Garde herauszufordern. Hey, du! Alles im Griff? Noch so einen Ork-Angriff werden wir nicht überleben, also mach schnell, dass wir hier wieder weg können. Ach Leute, es sind gerade mal zwei Orks, hey, die hier sind. Wie geht's meinem Schiff? Alles in Ordnung. Die elenden Orks sollen ruhig wiederkommen. Dann kriegen sie ihre nächste Abreibung. So, wir schlafen erstmal kurz eine Runde, damit der Bennett auch wieder auf dem Schiff steht. Er ist nämlich runtergesprungen. Kommst du zurecht? Wenn die Orks nicht wiederkommen, schon. Welche war nur die beste? So, wir könnten ja Stärke mal lernen. Wird in Zeiten wie diesen gebraucht. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wir können nur abwarten. So, jetzt haben wir 90 Stärke. Problem ist, es gibt hier keinen Händler für eine bessere Armbrust, deswegen müssen wir wohl doch mal wieder uns die Armbrust von dem Rockefeller holen diesmal, nicht vom Dingsterbumster. Der Rockefeller, der hat jetzt nicht alle Items, der hat aber wesentliche Items dabei. Darunter auch die Kriegsarmbrust. Die sieht eigentlich genauso aus, ne? Ist halt nur minimal stärker. Ansonsten, wer bringt uns denn eigentlich hier in dem Game Akrobatik bei? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ach, gibt's gar nicht. Taschendiebstahl gibt. Ach so. Oder lernt man Akrobatik erst ab einem gewissen Geschicklichkeitswert? Bin ich mir echt gerade nicht ganz sicher. So, 63 Lernpunkte haben wir noch. Ich meine, wir könnten jetzt zwei Händler noch aufs Maximum bringen. Hey! Hey! Ich brauche Training.
Was genau willst du trainieren? Der heftigste Schlag ist nutzlos, sobald er ins Leere geht. Also setze deine Kraft bedacht ein. So, Zweihänderkämpfer 47. Hey, du. Was geht? Komm wieder. Denk immer daran. Komm wieder, wenn du mehr ab. So, Zweihänderkämpfer 56. Wenn wir dann bei 60 sind, hätten wir das auf Maximum. Aber wir brauchen unsere Nahkampfwaffe eh nicht. Ist einfach nur so. Okay, da drüben sind Feuerwaraner. Go to waypoint ship. Danke. So, Angar. Bitte kommen Sie, ohne ins Wasser zu fallen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hier, nimm den Heiltrank. Hier. Er hat schon echt viel Leben, ne? Ja, Butlerfleisch. Ja, Butlerfleisch. Feuerwurzel, Drachenwurzel. So, erst die linke, dann die rechte. So, da war ein Suchender. Nichts zu plündern. Der Suchende ist auch gut platziert. Also wenn man nicht weiß, dass der dort ist, dann erwischt er einen eigentlich fast immer. Nichts zu holen. Okay. Wie bereits erwähnt. Da ist nichts zu.
Und wieder eins von... Genau, wir sollten möglichst nur Magie einsetzen, die keinen Flächenschaden hat, wenn er mit dabei ist. Und da drüben steht nochmal ein Suchender. Okay. Nichts zu holen. So. Bleib zurück. Alles klar. Warte mal. Ja, bleib zurück, soll ja nicht schießen. Geh vor. Dum 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 dum. Angar. Oh, der ist jetzt auch tot. Okay, also Schrei der Toten dürfen wir auch nicht einsetzen. Bringt auch auf jeden über. Können wir den... Achso, ich weiß, was wir machen können. Tun wir den halt kurz mal einfrieren. Pass auf, nochmal und ich verpasse dir eine. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So, hier gibt's auch wieder Dracheneier. Nichts zu plündern. Und da lag gerade ein alter Brief, den ich mit aufgehoben habe.
Boah, was für eine Scheißtruhe. Danke. So. Und da hinten steht Feodaron, ein weiterer Drache. Nichts zu plündern. Meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Ah. Bleib zurück. Alles klar. Gut, dann lassen wir ihn mal wieder zurückgehen. Bringt ja nichts, wenn er Schmerzen hat. Und wir legen jetzt mal das Auge Innos an. Der eigentlich mit so einem Reiter Toten dann kaputt. Bleib stehen, Mensch! Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du hier Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch. Aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Okay, da heilt sich wieder. Ja, die Stelle hier ist bekannt, dass da so ein Bug auftritt, dass man ausgeblendet wird. Okay. Nichts zu holen. Hauptsache, das one-shottet ihn. Nicht, da ist nichts zu holen. Nicht, da ist nichts zu holen. So. Wie kommen wir jetzt darüber? Da müssen wir wohl oder übel den Diego wieder um Hilfe fragen. Und machen uns mal auf den Weg zurück zum Schiff. Hey, du! Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich. Verdammt nochmal! So, wir lassen ihn mal hier stehen, dann kann er ein bisschen aufpassen. Genau, und wir sind jetzt auch schon gleich am Ende der Folge. Hey! Meine Meinung kennst du ja schon. Ich brauche deinen Rat. Ich habe mit einem Drachen gekämpft und stehe nun vor einem Abgrund mit einer Zugbrücke. Die Brücke ist eingefahren und ich komme nicht hinüber. Aha. Hast du es schon mit Fernwaffen versucht?
Vielleicht lässt sich der Mechanismus auch mit einem Geschoss aktivieren. Okay, gut. Und ob das funktioniert, das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Ich verabschiede mich an der Stelle recht herzlich von euch. Haut rein, euer Zardas.